Es geht mir um die Sache. Es geht mir immer um die Sache. Ach wirklich? Au, oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, es geht hier nur um dich. So eine Aufregung können wir ja nicht brauchen. Man macht sich ja Sorgen um alle. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Filmtipp der Woche. Heute ist es das sehr sehenswerte Regiedebüt der Schauspielerin Katharina Marie Schubert, das Mädchen mit den goldenen Händen. Man merkt bei diesem Film, was übrigens oft der Fall ist, wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen Regie führen, die wissen genau, was ihre Kollegen brauchen. Die schaffen eine gute Atmosphäre, damit die Kollegen und Kolleginnen dann beim Spiel richtig glänzen können. Und hier glänzt vor allem Corinna Harfouch in der Rolle der sehr schroffen, abweisenden Gudrun, die eher widerwillig ihren 60. Geburtstag feiert in diesem kleinen ostdeutschen Ort um die Jahrtausendwende, eine Zeit der allgemeinen Auflösung und Verunsicherung. Sie hat ein großes Anliegen. Sie will das Haus, Kinderheim, in dem sie aufgewachsen ist, unbedingt retten vor dem Zugriff von skrupellosen Westimmobilienhändlern. Sie will daraus eine Art Kulturzentrum machen, eine Begegnungsstätte. Und wir begreifen sehr schnell, dass dieses Haus einen großen Symbolwert hat. Es geht nämlich gar nicht unbedingt nur um diese Immobilie, die sie mit allen Mitteln verteidigt, mit der ganzen Kraft ihres starken Charakters, sondern es geht darum, das eigene Leben zu verteidigen, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Erinnerungen auch. Insofern ist dieser Film auch ein Film über ostdeutsche Identität und ein höchst aktuelles Werk in diesen Tagen. Das gelungene Regiedebüt von Katharina Marie Schubert, jetzt im Kino, das Mädchen mit den goldenen Händen mit einer überragenden Corinna Harfouch in der Hauptrolle, unsere Radio 1 Filmempfehlung der Woche.